Morgen. Jo. Den Block geschnitten. Von gestern. Und den kriegt ihr heute um die Ohren. Ach, welcher Abend oder so. Bin ich müde. Naja, gut. So, heute gibt's Zeugnisse, sowas in der Art, so wie Zeugnisse für Lumen. Also es ist ja auch das erste Mal, dass sie sowas bekommt. Und ich weiß ja nicht, was da drauf steht, weil sie war ja ein halbes Jahr nicht in der Schule quasi. Jetzt durch Corona, also bin ich sehr gespannt, wie das überhaupt läuft. Also wie man das bewerten will jetzt. Na gut, okay. Immer wieder was Neues. Corona-Time. Wahnsinn. Verkleidungsparty. Genau, Spielzeugschuhe. Spielzeugschuhe. Jetzt kommt sie, die richtige Schuhe. Hier passen sie nicht Wir mehr. müssen los. Naja, ehe die ja fertig sind, ist es soweit. Ja. Zeig jetzt mal. So, passt genau. Jetzt müssen wir Lumen wieder abholen. Passt ganz genau. Aber jetzt ist echt schon eine Viertelstunde haben wir noch, um Lumen abzuholen. Wir machen hier draußen Sport. Jetzt war Nuki mal mit bei der Räumung. Ja. Bei einer kurzen Räumung allerdings. Hab mitgenommen, was ich brauche. Und für alles. Und hat mitgenommen, was sie braucht. Alles, ja. Hat er durch die Kisten gewühlt wie Feuer und Flamme auf Emma. Was? Die Tassen waren zu. Ne? Die Tassen waren zu. Welche Tassen? Ich hab Taschen. Taschen. Bist du eine Trödeloma oder was? Ist ja unglaublich. Trödeltante. Dann habe ich Düfte, Kleber, Lineal. Wie ist es für Mama? Was war das eigentlich für Mama? Kalligrafie-Federn. Mama hat eigentlich alles schon, aber. Ich nehme sowas immer mit, wenn ich das sehe, für Mama, Kalligrafie. Ich habe die anderen Federn noch gefunden. Ja. Ja, Lumi haben wir im Sack auf alle Fälle. Die hat ihr Zeugnis und ist ganz happy, weil sie Smarties hat. Das hätte man fahren können. Ich freue mich, dass ich lesen gelernt habe. Kannst du lesen? Ja. Mitmachheft für die Sommerzeit. Mhm. Ja, habt ihr schon angefangen? Lumen, nee, oh Gott. Na, da hat er aber viel, viel geschrieben. Viel Zeit gehabt zum Schreiben, ne, die Lehrerin. Was fehlt denn noch? Guck mal, alles voll. So, dann schauen wir mal. Was steht da? Weißt du schon, was da steht? Nee. Lumen Lelia ist eine fröhliche und zurückhaltende Schülerin, die sich im Laufe des Schuljahres gut in die Klassengemeinschaft integriert hat und zu einigen Mitschülern Kontakt aufgebaut hat. Jetzt hast du ach, meine kleine Süße. Und? Ist toll, oder Papa? Ja, ist total toll. So schick. Kommt sie in die zweite Klasse? Ja, klar. Yes! Und die muss keine einzige Klasse wiederholen. Heute hat gesagt, niemand von uns muss die erste Klasse wiederholen. Ja, das wäre ja auch ein Ding, noch. Naja, aber sie kommt zu uns, weil sie Deutsch mit uns macht. Na, wir gucken mal. Was hast du jetzt da alles geholt? Eine ganze Tasche voll! Okay, willkommen. Ich habe einmal. Na, halt diesen für uns zum Verpacken. Ich habe einmal. Kann ich jetzt so? Ich habe einmal das hier und das ist für Mama. Das ist eine Maus, wenn man zum Beispiel mit einem Tintenkiller falsch geschrieben hat. Und hier muss man das öffnen, damit es nicht austrocknet. Eigentlich bin ich nur deswegen in die Fahrt nochmal in die Wohnung. Wegen diesem Stecker. Ach, der kostet nämlich 25 Euro, kostet der nachzukaufen, wenn du ihn findest. 25 Euro Minimum. Ach so, und dann ist nicht mal gesagt, dass du ihn kriegst. Ja, weil den gibt es ja nicht mehr. Ja. Und jetzt habe ich ihn aber. Und der ist nämlich für die Anlage unten, die ich unten stehen habe. Und die ist nämlich sehr gut eigentlich, ja. Und deswegen freue ich mich da sehr drüber, dass ich den jetzt habe. Guck mal. Was denn? Hast du das gehört? Das war unsere Tochter. Leise. Leise die Tür zugemacht.
Alle anderen, ist egal wer. Knall. Ich mach das auch so, hat sie von uns. Ja, ich mach das ja auch so. Ja. Manchmal vergesse ich es. Manchmal denke ich auch, scheiße. Ah ja, und dann ärgert man sich aber halt, manchmal auch in der Luftzug, die mir die Glastür. Ja, deswegen mache ich immer Dings dazwischen. Ja, ne. Den Teppich? Teppich. Mhm. Hast du gut gemacht. Weißt du, was du gut gemacht hast? Auch? Erstens, dass du es rausgebracht hast und zweitens, dass du die Tür leise zugemacht hast. Nuki, ich bin stolz auf dich. Das wollte ich sagen. Oh, wer ist denn da ganz stolz? Und läuft so. Guck mal, das ist ein Roboter. Smasern Röte. Also man kann es jetzt eigentlich so sagen, unser Racker kann laufen. Ja. Wir sollen unbedingt einen Termin machen in Neuköllner. Sie wiegt 10 Kilo. Kleiner Federbait. So viel? Und ist 78 Zentimeter. Sie ist in 6 Monaten dann 10 Zentimeter gewachsen. Ich wiege 12 mal so viel wie du. 12 Onas. Ach, sie ist süß, oder? Ja, bitte kleine, sie hat alles so mit sich machen lassen, hat immer nur so gepuppt und... Hat sie geweint? Ja, dann wurde sie hingelegt und das fand ich dann ganz doof. Aber hat sie geweint bei der Spritze? Nee, zwingend. Große Schwester streitet mit kleiner Schwester. Als ob. Als ob. Der will Stimme. Mich. Ja, versuch mit deiner Fette. Immer runter. Immer runter. Gleich, Anouk, gleich. Ja, da hole ich jetzt mal den Verstärker aufs Auto. Ja, das nicht. Da muss man ja filmen, der Achim wird draußen verharzt. Hi. So, jetzt kommen die Krankenschwestern schon hierher. Der Achim wird vor Ort verharztet. Ist unglaublich hier. Jetzt echt eine Fahrradpraxis und ja, Psychologie und Orthopädie und was wir alles machen hier so nebenbei. Ein Geben und Nehmen, das ist ja wie früher. So, der Schmerzpunkt ist hier, darum habe ich das hier so ein bisschen höher gemacht. Und wenn es anfängt abzugeben, das ist mit Wärme, einfach so überschreiten. An sich, glaube ich, mal deine Schulter nicht immer so, das ist tatsächlich sehr schlecht. Das ist immer eher zu den ich auch noch eine Beratung. So, und ich habe die Kette hier kurz ein bisschen mehr Kettenspannung drauf, weil irgendwie springt die Kette hier tatsächlich, wenn man mehr Druck drauf gibt. Bei diesem nagelneuen Rad springt die Kette. Jetzt hat es ein bisschen mehr Spannung und hoffentlich funktioniert es so. Da, ne? Ja. Mach mal deine Schulter gerade. Setz dich mal gerade hin wieder, wie ich dir gezeigt habe, wie gerade ist. Schulter. Locker lassen und gerade. Genau. Ist der Schmerzpunkt immer noch da? Ja. Locker. Aber was machst du beruflich? Ich bin Physiotherapeutin. Hier? Ja, genau da, wo dein Daumen sitzt. Da. Locker lassen. Und dann besser. Versuch mal wirklich ganz, das ist total schwierig. Als Übung für dich kannst du an sich einfach einen halben Liter Wasser oder so oder irgendwas, halben Liter Gewicht, 500 Gramm, hier in die Hand nehmen, deinen Arm einfach so hängen lassen. Okay. Das macht angenehm, weil es hier Zug, ne? Das ja. Insgesamt so Zug drauf bringt. Das kannst du jederzeit machen, wenn du Schmerzen hast. Okay? Alles klar. Hey, cool. Nochmal locker lassen. Ich habe hier jetzt viel Zug drauf. Das kann sein, dass es deshalb ein bisschen schmerzhaft ist. Gib dem Ganzen mal einen kurzen Moment. Wenn es jetzt gleich nicht nachlässt, dann muss ich es abmachen und nochmal neu machen. Alles klar. Menno, Menno, Menno. Alles klar. Ja, nicht mehr Computer spielen. Da gibt es ganz viele Übungen tatsächlich im Internet. Ja? Alles klar. Gute Besserung. Gut, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist ja mal cool. Tja. Mit dem Tape und mit der Spitze. Das ist echt schmerzfrei. Außer natürlich hier oben am Ellenbogen. Da, wo ich mich ständig stoße. Na gut,
Dann tut es da weh, weil er dich ständig stößt. Gut. Ja. Tommys Krankenversicherung. Wir behandeln unsere Angestellten. So. So, ja. Ein Blick in die Trommelbremse wollten sie ja mal werfen. Na denn? So, sieht eine Trommelbremse leer aus von innen. Und wo ist das Teil? Ja. Der Blick in die Trommelbremse. So sieht er aus. Ja, hier wurde voll geaßt mit WD-40. Hier muss man echt gucken, dass man hier noch einmal rübersprüht mit dem Bremsenrein, ja. Innen drin alles klebrig, aber es ist nichts auf die Bremsbeläge gegangen. Da hätte ich irgendwie Glück gehabt. Vielleicht lässt man das doch einfach so. Komplett noch rauswäscht oder reinwäscht in die Bremsbeläge, weil die sind pups trocken. Die sind echt hier schön trocken. Ja. Ach, ich mach jetzt hier fett, aber eben nur da, wo es hingehört. Kommt der Konus wieder ruf. Der ist ja schon drauf. Die Abdeckplatte ist da. Fehlt die? Die habe ich in der Hand. Muss die nicht vor dem Konus ruf oder geht die drüber? Die geht drüber. Ne? Sieht so aus, ja. Es ist halt wichtig, dass das Fett natürlich auch nicht auf die Bremsbeläge dann kommt. Die ist aber eigentlich so ein bisschen, genau, so etwas wie eingepresst, könnte man sagen. Ja, da brauche ich mal ein bisschen Werkzeug. Das ja, uncool. Ja, mal abschrauben. Immer bitte einen kleinen Schraubenzieher. Danke. Du sollst da gerade rein. Na, am besten macht man sowas mit einer großen Nuss vom Zündschlüssel oder so. Die passt da nämlich genau drüber und dann kann man ganz gleichmäßig einen Ditch geben. Oder so. Du meinst so einen Zündkerzenschlüssel oder was? Nicht Zündschlüssel, sondern Zündkerzenschlüssel natürlich. Guck mal, ob die hier. Ja, das sieht gut aus. Genau, der kann dann weiter ruf. Na, weil dadurch ist es schön symmetrisch. Einmal. Ah, trotzdem schief, René Jung. Aber dreh mal, ob das, also mit dem Konus dazwischen, ob es das an den Kugeln schleift. Hört sich jetzt nicht Sahne an. Aber es muss auch nicht das Lager sein, ne? Ja. Ne, das ist schon okay. Wunderbar. Na, dieses. Aber das ist glaube ich die Schaltungen drin, oder? Irgendwas. Aber das hier, dieses eckige. Ja. Das ist doch, da kommt der Konter doch aufgesetzt. Ach so. Und dann sitzt quasi der Konter in dem Fall. Jetzt doch außen drauf, ne? Hier kommt doch eine, so eine Scheibe ruf, die sich nicht verdrehen lässt. Hier. Genau. Und in dem Fall wird es offensichtlich auch tatsächlich durch die Scheibe in Verbund mit diesem anderen Ding gekontert. Also kannst du sogar hier tatsächlich bei dem Modell den inneren Konter von außen einstellen, ohne die Narbe auseinander, ohne die Trommel rauszunehmen. Allerdings war es jetzt hier sowieso nötig, weil die hier total verdreckt und verkeimt war. So. Ja, einbauen. Ne, halt. Da fehlt ja wahrscheinlich das hier. Also so einer fehlt auf alle Fälle bei dir. Also das ist ja. Ja, genau. Tatsächlich musst du jetzt mit dem Hakenschlüssel den hier festhalten. Ja, den habe ich hier. Und damit das auf den fest drauf drehen. Also es ist richtig. Und dann beim Drehen probieren, ob es zu fest ist. Das ist. Dann gib mir doch mal irgendwie was zum. Was ist 15er? Denke mal, 15 oder 14. Hast du ja keinen bei dir liegen da? Ich habe ihn in der Tasche. Nicht so wenig hier. Ja,
Nee, das ist ja nicht entscheidend, sondern das hier. Das ist ein bisschen zu fest. Müh zu fest. Ein bisschen zu fest. Nee, warte. Das ist schon richtig. Dem Schlüssel. Das hier wieder aufdrehen. Aber das müsste ideal sein, aber ja, jetzt ist keine, wenn du jetzt hier anfasst an dem Zahnkranz, merkst du kaum, wie über dieses Rutt, dieses von den, wisst ihr, was ich meine? Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die andere Seite des Lager auch trocken ist. Mhm. Ja, aber das bisschen, weil, was jetzt noch ist, aber ja, weil so viel WD-40, wie sie hier auch gesprüht haben, weil ja, das Fahrrad erst vor kurzem gekauft. Ihr braucht, weil sie jetzt geklaut haben. Aber man kann die Achse wieder drehen. Aber ich schlackert nicht. Nö. Das ist genau der Punkt. Ja. Na, dann müsste das jetzt nach dem Einbau auch sauber laufen. So, ich hänge das mal hier alles hin. Dann pack's wieder drin. Und jetzt wird die Achse, das Laufrad wieder eingebaut. Und das war das. Geld verdienen, wie die Leute von mir haben wollen. Der will jetzt 500 Euro von mir. Wofür? Für Zeitung. Also, aber erst mal was scharf, was ich habe, was 500 kostet. Sagen wir mal so. Das geht ja vielleicht noch. Ja. So. Also es sind Zeitung und Flugblätter. Aber ich sage jetzt so. Also das ist der Anfang. Gegenrevolution, ja? Im Ex-Haus haben. Ja. Da begandet, einmarschiert wird sich der Regierung Benedikte und dann Generalstreik auf ihr guter Regierung bauen. Da kommen wir gleich zu. Dann, dass die Kreisreichskanzlei geworden ist und die Reichsinnenminister. Dann, ich mach's mal chronologisch. Dann kommt die Proklamation an das deutsche Volk, das für den Kappleuten, ne? Mhm. Ja, da seine sogenannte Programmerklärung. So. Dann kommt die, achso, dann kommt die unnormale Proklamation, dass sein Putsch geklappt hat. Die alte Regierung ist geflohen, die Truppen rückten mit. Mhm. Ein Jahr, dass der Tag erfolgreich verlaufen ist. Sozusagen. So, und dann, das ist die einzige Billigzeitung, aber die musst du, wenn du dir den Konvolut weggibst, musst du diese 10-Euro-Zeitung mal auch haben. Da steht nämlich aus Sachsen eine Zeitung, aus Chemnitz. Da hat die Reichsregierung bekannt gegeben, dass sie nach Dresden geflüchtet ist und nach Stuttgart übersiedelt.
Das ist ganz wichtig, ja. Also die praktisch, die sind ja praktisch geflüchtet. Nur, das wäre die. So, und dann kommt nochmal ein Flugzeug, das ist auch von Kap. Da hat er versprochen, dass er Reichstagswahlen abhalten will. So, also dann ist der Zusammenbruch des Kaputsches. Und zwar auch hier in der einen Seite. Sammelaktivitätsdiktatur. Ja. Und dann hat die Reichsregierung nochmal einen Flugblatt rausgegeben. Nochmal ein zweiseitiges Extrablatt. Also es ist ein Extrablatt, so vollständig, das siehst du hinten hier am Abschluss. Hier am Abschluss. Ja, genau. So, da haben wir nochmal, dass der Kap in die Zusammenbruch ist und das ist mir bitte. So, dann habe ich hier nochmal aus München eine Zeitung, Nachrichtenblatt, dass der Herr Generalstreik siegreich war. Da erklären sie sich nochmal. Und dass in Berlin nochmal Kämpfe waren. Also die Kap-Leute haben mich nicht ganz freiwillig verlassen. Mhm. Da waren nochmal Kämpfe. Ja. So. Und dann Ende des Generalstreiks. Und damit haben sich die Linksradikalen, sag ich mal, nicht zufrieden gegeben mit diesem, sag ich mal, faulen Kompromiss, wie man heute sagen würde. Dann haben sie nochmal nachverhandelt und haben einen endgültigen Abbruch des Streiks gemacht, in dem Noske dann zurückgetreten ist. Also die wollten dann, das ist ja so genannte Blutgründe, mit Noske dann auch so. Mhm. Also deswegen haben sie, das haben sie erreicht und deswegen Unterbrechung des Generalstreiks. Das ist die Freiheit des Unabhängigen. Ja. Das sieht schon besser aus vom Abstand hier. Also ist auch noch nicht mal aufgepumpt, aber wenn er aufgepumpt ist, dann sieht das schon manierlicher aus hier. Kann man nicht so einen dicken Reifen rinpellen, wie was die da drin hatten. Was war denn das? Der hier, ne? Ja. Das ist halt zu dick, das geht nicht. Ohne Bleche, ja. Mit Bleche, ne. Die sitzt nicht. Wieso sitzt die nicht? Ja, weil du das rote Ding rausnehmen musst. Das musst du erst drauf. Ja, ist mir bewusst. Hatte ich gerade. Zack. So. Ja. Also, geht doch. Ja. Weil wenn das einmal drinsteckt, kriegst du das nicht mehr auf jeden Fall. Das war übrigens meine Arbeitsplanung, war die letzte Seite zum Thema Instandhaltung. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, der die Arbeitsplanung geschrieben hat, weil ich hinten angefangen habe. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass die hinten wieder irgendwas langwiriert rufballern auf dem Prüfungszettel. Also ja. Ich bei der Zwischenprüfung auch gemacht. Also habe ich gleich erstmal hinten, oh, Arbeitsplanung, ganze DIN A4-Seite. Alles klar. Dann habe ich erstmal geschrieben. Ja. Und dann habe ich mich von hinten nach vorne gearbeitet. Vorletzte Seite, letzte und drittletzte Seite. Zweimal Arbeitsplanung. Arschgein. Und dann jedes Mal so 20 und 25 Punkte. Naja, klar. Ja, wer die also nicht gemacht hat, hat echt ein Problem. Hat richtig verkackt. Und da ich das ja hier bei dir bis zum Erkotzen gemacht habe. Ja. Oh, komm schon. Ah, jetzt hat er. Ich bin zum Beispiel der Typ neben mir, hat eiskalt gefallen, kann ich nicht noch? Nee, Zeit ist um.
So, was haben wir hier? Raleigh. Limited. Würde ich niemals fahren, so was im Hinterrad. So radial eingespeicht? Nee, niemals. Ja, die werden ihm jetzt alle wegknacken, würde ich mal fast denken. Ah, sag mal, hier so spezielle Weko-Namen mit Straight-Up-Speichen. Und ja, da haben wir jetzt gerade von einem Kunden, der hat die bestellt im Netz. Achim hat jetzt die eine Speiche hier reingesetzt. Das ist ja eigentlich total simpel, die einzusetzen. Das ist ja nichts. Ganz abziehen, einsetzen, festziehen. Ganz normal, das ist nichts Besonderes. Und jetzt wird das Ding einfach zack, ordentlich bespannt. Richtig Spannung eben einfach auf die Seite erstmal. Und nicht warten, dann wird geguckt, ob. Nee, die Seite musst du annehmen hier. Ja. Das ist echt nur das. Zieh das Ding rüber und gut. Hat er noch was geschrieben vom Vorderrad, dass das auch ein Achter hat oder so was? Lohe, in seinem Liebesbrief. Können wir uns ja angucken. Dann. Denk dran hier an den Bremsen, dass du durchkriegst. Ja, die muss ich jetzt erstmal aufmachen. So ist es halt. Müssen wir alle mal durch. Alle dabei. So, also ich würde mal sagen, wir machen Feierabend für heute. Macht es gut, bis später. Gute Nacht.